Vielen Dank. Jetzt habe ich für die Fraktion der Freien Wähler Herrn Kollegen Dr. Fahn. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Leitüberschrift heißt keine Integration nach Kassenlage. Ich werde es auch konkret noch öfters erläutern. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eigentlich, das haben wir schon mehrmals gesagt, ich tue es hier extra nochmal, eine überparteiliche Aufgabe hier im Bayerischen Landtag. Und Sie wissen das auch, Herr Masel-Huber, am 6.2. haben wir uns getroffen in der Staatskanzlei und da haben Sie schon von einem gemeinsamen Gesetzentwurf aller Fraktionen gesprochen und haben noch gesagt, das ist Ihre Traumvorstellung. Ich wiederhole es hier nochmal. Und die Fraktionen, alle vier, wünschten sich eine zweite Gesprächsrunde. Und dann, kaum hatten wir die Staatskanzlei verlassen, gab es schon wieder eine Pressemitteilung des Staatsministers, dass keine weitere Sitzung stattfindet. Das ist schade, weil da mussten wir sagen, diese Besprechung war nur eine Alibi-Veranstaltung oder reine Augenwischerei. Das ist schade, weil, Sie wissen es auch, Herr Huber, bei der Entwicklungs- und bei der Vertriebenenpolitik, bei der Inklusion, da haben wir gemeinsame parteiübergreifende Pflöcke eingeschlagen. Und das ist gut so. Und ausgerechnet bei dieser wichtigen Frage der Integration, da haben wir es jetzt nicht gemacht. Und hätten wir diesen gemeinsamen Entwurf gehabt, einen gemeinsamen Gesetzentwurf, dann hätten wir keine 40 oder 50 Stunden dann diskutieren müssen hier in diesem Plenum, sondern da hätten wir es viel kürzer und prägnanter und übereinstimmender machen können. Und das, glaube ich, will auch die Bevölkerung eben so, weil die das gar nicht versteht. Nun soll, und das ist unser Problem, dieses Integrationsgesetz auf Biegen und Brechen durchgesetzt werden und am 01.01.2017 in Kraft treten. Sie wissen doch alle, dass wir auch eine Enquete-Kommission eben haben. Integration in Bayern aktiv gestalten und die Richtung geben. Ich denke, die wird doch irgendwie ad absurdum geführt. Denn in der Enquete-Kommission, wir haben erst 5 Sitzungen gehabt, werden doch diese ganzen Punkte erst besprochen. In der Enquete-Kommission wird über Leitkultur gesprochen und da werden auch Professoren, Fachleute eingeladen. Und diese Enquete-Kommission haben wir mit den Stimmen aller 4 Fraktionen einstimmig im Bayerischen Landtag hier verabschiedet. Und jetzt soll das übers Knie gebrochen werden, das verstehen wir nicht, muss es ganz klar sagen. Weil ist der Zeitdruck so groß, Herr Zellmeier? Wir haben doch ein Bundesintegrationsgesetz, das gilt seit September. Warum haben wir so einen Zeitdruck? Wir könnten noch abwarten, bis diese Enquete-Kommission ihre Ergebnisse bringt und dann uns noch mal konkret treffen. Dann hätten wir doch die ganzen Expertenmeinungen hier mit integriert. Müsste doch auch in Ihrem Sinne sein, Nun konkret zum Gesetzentwurf der Staatsregierung. Unser wichtigster Kritikpunkt ist und bleibt, die Kommunen werden hier im Stich, im Regen stehen gelassen. Das ist ganz wichtig. Aber wir wissen doch gleichzeitig, die Menschen, die die Integration umsetzen sollen und werden, das sind die Kommunen. Und ob Integration gelingt oder nicht, das entscheidet sich vor Ort in den Kommunen. Da haben die auch viele Aufgaben, da müssen wir sie auch konkret unterstützen. Und das ist ganz wichtig. Kommunen sind der Motor der Integration. Und das wird hier auch von den anderen Fraktionen immer wieder weggelassen oder gar nicht so beachtet. Und wir müssen die Kommunen bei dieser Herkulesaufgabe unterstützen. Und das sage ich hier zum wiederholten Maß. Mal beim Gesetzentwurf der Staatsregierung, da sind wir schon am Anfang über verschiedene Passagen gestolpert. Da gibt es ein sogenanntes Vorblatt. Da steht, durch dieses Gesetz entstehen den Kommunen keine Kosten. Das klingt zunächst sehr beruhigend, ist aber letztendlich falsch. Und dann wurde uns gesagt, da habt ihr gar nichts mit abzustimmen. Das beginnt erst eure Kompetenzen erst, wenn bei dem ersten Artikel 1 und bei der Präambel. Das Vorblatt spielt gar keine Rolle. Verstehen wir nicht. Und dann natürlich steht immer wieder drin, die Einzelmaßnahmen erfolgen im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel. Und dann steht zum Beispiel auch konkret immer von einem Haushaltsvorbehalt eben drin, sämtliche finanzwirksame Maßnahmen erfolgen nach Maßgabe des Staatshaushalts. Da kann man sagen,
ist die Kassenlage gut und die ist im Moment gut, das bestreiten wir ja nicht, dann haben Sie genügend Geld für diese Integration. Was ist dabei, wenn die Finanzlage wieder mal schlechter ist? Und dann muss man schauen, haben wir vielleicht kein Geld hier für diese Integration. Und das kritisieren wir. Wir wollen keine Integration auf Kassenlage, sondern das soll ein kontinuierlicher Prozess sein, unabhängig von der Kassenlage, was wir auch konkret im Gesetz dann festschreiben. Das ist ganz wichtig. Und wir wollen auch nicht, dass diese Kosten auf die Kommunen abgewälzt werden. Es werden nämlich, und das bestreitet eigentlich heutzutage keiner, dadurch eben zusätzliche Standards festgelegt und diese zusätzlichen Standards auf die Kommunen übertragen. Und wir sind der Meinung, dass hier schon das Konnexitätsprinzip tangiert wird. Wer bestellt, soll auch bezahlen. Und deswegen meine ich, dass die den Kommunen anfallenden zusätzlichen Kosten dann auch vom Freistaat insgesamt beglichen werden müssen. Und wir begrüßen zwar, dass auf unseren Vorschlag hin jetzt ein Artikel 9 eingefügt wurde. Und zwar, da heißt es, die Kommunen tragen im Rahmen in der finanziellen Leistungsfähigkeit eine besondere Verantwortung. Das steht drin. Aber das kann man auch gerade andersrum eben sehen. Ja, was ist, wenn Kommunen keine finanzielle Leistungsfähigkeit eben haben, dann können sie eben keine Integration betreiben. Kann da nicht eine Zweiklassengesellschaft entstehen innerhalb der Kommunen? Zwar werden im Staatshaushalt 4,7 Milliarden hier für die Kommunen zur Verfügung gestellt oder für die Integration. Aber das ist eben nur für die nächsten 2 Jahre. Was ist danach? Wir wissen es nicht. Und deswegen haben die Freien Wähler auch einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Und beim Gesetzentwurf der Freien Wähler steht ganz klar und deutlich, das Gesetz verursacht auch zusätzliche Kosten für die Kommunen. Diese zusätzlichen Kosten sind den Kommunen vom Staat zu ersetzen. Ein Punkt der Freien Wähler. Zweiter Punkt der Freien Wähler im Gesetzentwurf. Der Staat sichert den Kommunen finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung von Integrationsaufgaben zu. Dritter Punkt der Freien Wähler. Die Kommunen sind bei der Unterbringung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Das sind 3 Pflöcke, die die Freien Wähler eingeschlagen haben, um die Integration zu fördern und die Kommunen zu entlasten. Und das ist ganz wichtig. Und das fehlt beim Gesetzentwurf der Staatsregierung leider. Tut uns, müssen wir sagen. Und wir denken, dass sie immer auch, sagen wir mal, die Konnexität, wie der Teufel das Weihwasser scheut eben. Und deswegen meinen wir, wäre es ganz wichtig, hier das Ganze insgesamt mit einzubringen. Zum Schluss noch ein paar andere Punkte. Wir haben heute eine lange Diskussion, deshalb werde ich zum Thema Leitkultur im Moment relativ wenig sagen. Im Artikel 1 unterscheiden wir Freien Wähler uns auch ganz klar vom Gesetzentwurf der Staatsregierung. Unser Entwurf, der Entwurf der Freien Wähler, hat nicht einseitig die Migranten und das Prinzip des Förderns und des Forderns, sondern auch gleichrangig das Prinzip des Förderns. Also das heißt, alle Menschen im Fokus, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir orientieren uns an der Bayerischen Verfassung und am Grundgesetz. Sie sollen der Anker der Gesellschaft sein und keine, wie auch immer, geleitete Leitkultur. Wir wollen außerdem den Integrationsbeauftragten stärken. Dazu werde ich nachher noch andere Dinge sagen. Wir wollen, dass er vom Landtag gewählt wird, anstatt vom Ministerpräsident benannt werden. Und dieser Integrationsrat soll noch eine viel stärkere Bedeutung eben haben. Meine Damen und Herren, es ist anzunehmen, dass das Gesetz Integration auch nach Inkrafttreten am 01.01.2017 noch lange nicht vom Tisch ist. Ob dies die CSU auch schon so bedacht hat. Fakt ist, und das sage ich wieder, es ist schade, hätte es damals einen Willen gegeben, vor allem auch der CSU, Herr Marcel Huber, hier, dass wir ein parteiübergreifendes Gesetz gemacht hätten, dann wäre uns viel Zeit und viel Ärger erspart geblieben. So wird das Gesetz wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch für viel Streit und Ärger sorgen. Allerdings, wie gesagt, ich bin in der Enquete-Kommission und bin insgesamt natürlich enttäuscht, dass hier diese Enquete-Kommission eigentlich nicht richtig beachtet wurde. Nochmals, für uns ist Integration wichtig. Wir wollen aber keine Integration nach Kassenlage. Dankeschön. Jetzt habe ich noch 4 Minuten. Intervention, Herr Kollege Zellmeier, bitte. Ja, Herr Kollege Fahn, zuerst einmal möchte ich etwas Positives sagen. Wir erkennen durchaus an, seitens der CSU, dass Sie von den Freien Wählern die Debatte wesentlich ernsthafter betreiben, als das bei SPD und Grünen der Fall ist. Wir haben ja intensive Gespräche geführt.
Wir haben ja intensive Gespräche geführt um einen gemeinsamen Gesetzentwurf auf die Wege zu bringen. Wir waren relativ nah beieinander, hat dann nicht geklappt. Gut, so ist es eben. Aber was mich jetzt etwas erstaunt, ist immer wieder diese Aussage, Integration nach Kassenlage. Herr Kollege Fahn, wollen Sie damit sagen, dass wir, wenn die Lage schlecht wäre, die finanzielle, dass wir dann bei allen Politikfeldern kürzen dürfen, nur nicht bei der Integration, dass wir überall sparen dürfen, nur nicht bei der Integration? Hieße das, dass wir bei Einheimischen sparen dürfen, bei Zuwanderern nicht? Das wäre eine Ungleichbehandlung, die wir so nicht wollen. Wenn das Geld knapp ist, müssen alle sparen und nicht nur ein Bereich. Zum Zweiten, die Enquetekommission kam später, als das Gesetz begonnen wurde. Sie können nicht erwarten, dass wir bei einer Enquetekommission, die bis zu 2 Jahre dauern kann, mit einem Gesetz warten. Es geht in der Enquete darum, das Gesetz mit Leben zu erfüllen und nicht ein neues Gesetz vorzubereiten. Dankeschön, Herr Zellmeister. Zellmeier, Entschuldigung. Ja, ich war zum Beispiel bei einer Integrationskonferenz in Ingolstadt. Da waren alle bayerischen Integrationsbeauftragten anwesend. Und da kam auch immer wieder der Punkt, Integration ist wichtig, aber wir wollen eine Planungssicherheit nicht nur für 2017, für 2018, sondern auch für 2019, 2021, eine langfristige Perspektive. Und das hat sich auch bei mir eingeprägt, Herr Zellmeier, dass ich sage, das ist wichtig. Natürlich denken wir genauso auch an die Einheimischen, das ist völlig klar. Und Integration, da gehören auch die Einheimischen dazu, nicht nur die Migranten, möchte ich auch klar sagen. Und deshalb sage ich, die Integration ist eine ganz entscheidende Zukunftsaufgabe, die wir in den nächsten Jahren zu bewältigen haben. Und da sollte man schon schauen, dass wir eben versuchen, keine Politik nach Kassenlage zu machen. Das wünschen eigentlich auch alle, die in Bayern dabei sind. Dankeschön.